Ich habe Sie alle hier gebeten, um Ihnen die nächste und wohl wichtigste Phase der Operation zu erklären. Die Raumsonde ist auf der Umlaufbahn, das Teleskop eingebaut und überprüft. Lieutenant Ellis. Das Problem ist, ein UFO auf eine Flugbahn zu zwingen, die mit der der Sonde komplementär verläuft. Wenn uns das gelingt, können wir die Verfolgungssysteme der B-142 aktivieren und auf das UFO ansetzen. Das erfordert natürlich genaueste Planung für die Abfangjäger. Wir haben eine Computeruntersuchung über UFO-Anflüge durchgeführt und den üblichen Verlauf markiert. Ich hoffe, es ist Ihnen klar. Lieutenant Ellis hat einen Zeitplan für die Abfangjäger aufgestellt. Aber trotzdem werden Entscheidungen von Fall zu Fall getroffen werden müssen. Heißt das, es muss improvisiert werden? Ja, Colonel. Ist das nicht gefährlich? Ein gewisses Risiko ist damit verknüpft. Sagen wir doch ruhig ein einkalkuliertes. Bei aller Präzision muss man mit menschlichem und technischem Versagen rechnen. So, nun haben wir nichts weiter zu tun, als auf ein UFO zu warten. Wie darf ich ihn bringen? Nur Sahne, keinen Zucker. Hm? So, bitte sehr. Danke. Also dann, trinken wir auf das Projekt Discovery. Cheers. Ich möchte Ihnen noch für die Arbeit danken, die Sie in diesem Fall übernommen hatten. Für die vielen Stunden, die Sie geopfert haben. Aber wissen Sie was? Ich glaube, Sie übernehmen sich immer ein wenig. Sie leisten hervorragendes, Lieutenant. Die Arbeit eines Mannes. Aber Sie müssen es nicht besser machen wollen, nur weil Sie eine Frau sind. Vergessen Sie bei all der Arbeit eins nicht. Sie sind ein sehr hübsches Mädchen. Danke für den Kaffee. Und vielen Dank. Lieutenant. Colonel Foster? Sir. Wann fliegen wir ab? Morgen 18 Uhr, Commander. Sehr schön. Paul, darf ich Ihnen einen Rat fürs Leben geben? Beurteilen Sie eine Situation nie am Ende einer Konversation.